Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hellblade. So, wir machen uns auf an das letzte und vierte Siegel oder die letzte und vierte Prüfung, wie ihr wollt, Leute. Das schauen wir uns jetzt in dieser Folge an. Ich hoffe mal, die ist nicht so krass wie die letzte. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Und Leute, ich muss sagen, ich habe so einen kleinen Verdacht. Erzähle ich euch gleich. What is this place? Ich glaube, ich hatte ja mal gesagt in den ersten Folgen, dass hier uns die Fäulnis hier belegt hat. Das sieht man an unserem Arm, weil der schon ziemlich weit oben ist, schwarz. Aber ich bin jetzt schon in der letzten Folge, glaube ich, 4 oder 5 Mal gestorben. Und normalerweise müsste ich eigentlich schon tot sein. Und ich denke mir jetzt, dass das nur vom Entwickler vorgeschoben war, dass man hier wirklich endgültig stirbt. Weil ich eigentlich sonst schon neu anfangen hätte müssen. Sehen wir aber jetzt dann bald, weil ich werde bestimmt nochmal sterben. Aber was müssen wir jetzt hier überhaupt machen? Jetzt schauen wir nochmal. There he is. Didius. The light. Go towards it. He's in the house. He's going in. He's disappearing. Follow him. Don't let him disappear. The air is gone. Keep going. Ja, follow him, ist schon klar, aber. Wie denn? It's just another test. You just have to solve it and then you will find it. One little test, also ein kleiner Test jetzt noch anscheinend. Wie kann ich nicht hoch? Hier geht's weiter. Okay. Alles klar. Kann ich da reinspringen? Sieht irgendwie komisch aus. It's a test. Like the old warrior trials. Dying will help. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier drin sterben werde. Stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Not everyone can. Kann ich hier irgendwo hoch? Spring day when she went to the river with Dillian and the others. But the water. She could taste the rot. But no one else could. She knew something was wrong. Something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. Ah, jetzt warte mal. Hier ist schon wieder so ein komisches Tor. As the bodies piled up. Klar. No one was laughing. And they knew that she was not like them. The bridge. It's broken. Fix it. You have to fix it. Okay, die Brücke ist kaputt. Ich muss sie. Get to the house and finish this trial. It doesn't finish until you get to the house. Before he disappears, Senua. You have to get in. Okay, hier komme ich anscheinend nicht weiter. Hinten kann man anscheinend hochklettern. Okay, da ist auch nochmal so ein Tor. Ich muss schauen, was das mit den Toren jetzt hier auf sich hat. Anscheinend kann ich hier irgendwas reparieren oder sowas. Okay, schauen wir doch mal. Okay, hier der Weg würde frei werden. Okay. Erst nehmen wir das hier mit. The Northmen speak of a death moon.
a light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhand, and then the farmer and six of his men drowned at sea. That is not the end of it, because the dead return to haunt the living. If you see the death moon, then beware, because there will be death in that house. Okay, das ging jetzt eigentlich. Ich muss schauen, wie ich hier weiterkomme. Was hat es denn hier mit der Brücke auf sich? Ich komme ja jetzt. Warum kann ich hier hochsteigen? Jetzt warte mal, wenn ich jetzt durch das Tor schaue. Durch das Tor da hochschaue, verändert sich dann vielleicht was? Warte mal, das ist jetzt so. Hat sich hier jetzt was verändert? Hier komme ich aber nicht runter.
Okay, die Tür geht auf. Jetzt kann ich da zumachen, dann komme ich da oben hoch. Aber was passiert jetzt? Ich kann ja hier jetzt eigentlich gar nicht mehr machen. Ich kann ja hier oben nichts machen. Die Brücke ist jetzt ganz. Okay, die Brücke ist ganz. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich wieder da durchgehen. Schauen wir mal, wenn ich jetzt hier durchgehe. Kann ich denn jetzt über die Brücke? Hier bin ich doch gekommen, oder? Bin ich hier gekommen? Okay, hier geht's nicht weiter. Irgendwas hat es mit der Brücke hier auf sich. Wenn ich jetzt hier durchschaue. Das aber auch nicht ganz. Ne? Gehen wir hier mal durch. So. Okay. Yes. Aber es verändert sich doch hier nichts. Kann ich in dem Haus denn was machen? Gehen wir nochmal runter. Komme ich auch nicht weiter. Jetzt, wenn ich hier durchschaue.
geht der Weg zu. Verstehe nicht. Weil ich komme ja auch jetzt nicht von der anderen Seite hierher. Also hier würde eine Leiter nach unten gehen. Aber ich komme da oben nicht weiter. Komme ich da oben nicht weiter oder kann ich da irgendwas machen? Ich kann ja hier nichts machen. Geht ja nichts. Warum? Was ist hier los? Ich denke mir auf jeden Fall, dass ich dort hinten irgendwo weiter muss. Aber ich kann ja auch nirgendwo runterspringen oder so. Okay, Leute, ich würde sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich habe jetzt absolut keinen Plan, was ich machen muss. Ich suche jetzt hier nochmal ein bisschen rum. Irgendwo muss ja die Lösung sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer